Ahoi Pokebuddies und herzlich willkommen zu einem weiteren Wi-Fi-Battle in den Editionen Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Mein heutiger Gegner ist der Ken und der Ken hat einmal die Pokémon Mamutell, Dodri, Mantax, Elevoltec, Tangolos und Diktri am Start. Wow, was für coole Pokémon. Ich meine, gegen Dodri kämpfe ich selten, gegen Tangolos kämpfe ich auch sehr selten. Geil, gefällt mir, Ken. Ich habe die Pokémon Alola Raichu, Aerodactyl, Mamutell, Aquana, Ramot und Trikefalo am Start. So Leute, ich denke, der Ken könnte eventuell auch mit seinem Mamutell anfangen, da ich das auch vorhabe, so mäßig Tarnsteine gegen Tarnsteine. Und ja, welches Pokémon könnte er ansonsten noch einsetzen? Mantax könnte ein Problem werden für Mamutell und Diktri eventuell. Aber ich fange trotzdem an mit Mamutell und schaue mir erstmal an, was der Ken vorhat. Vielleicht plant er ja was ganz anderes. Auf jeden Fall bin ich ready. Ab jetzt. Der Ken ist schon ready. Er wird sich gleich zeigen. Oh, er hat sein Pikachu-T-Shirt an. Alles klar, ich habe immer noch meinen Standard-Summer-Look. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf diesen Wi-Fi-Battle. Ich bin es auch. Jetzt bin ich auf den Anfang gespannt. Dugtri hört sich an nach Dodri. Oder nach Diktri. Oh, alles klar. Diktri. Jetzt muss ich überlegen. Mamutell benutze ich meistens nur, um die Tarnsteine rauszuhauen. Und ja, Diktri könnte mir auf jeden Fall große Probleme machen mit einer Stahlattacke. Und Diktri ist auch ziemlich schnell. Jetzt ist die Frage, ob ich das wirklich aushalten würde, eine Stahlattacke. Das frage ich mich wirklich. Oder soll ich sofort zu Aquana rüber switchen und die Tarnsteine später platzieren? Weil ich könnte Mamutell jetzt verlieren oder gleich sofort. Soll ich es versuchen, um einmal Diktri zu analysieren oder beziehungsweise einmal gegen Diktri gekämpft zu haben und das Gefühl zu haben, wie es ist, gegen Diktri anzukämpfen? Ich glaube, ich mache das und setze Tarnsteine ein und check jetzt ab, wie die Lage ist. Okay, Erdbeben. Nicht schlecht, 100 Kraftpunkte. Alles klar, wie bereits erwähnt, Mamutell ist zwar schnell, aber Diktri ist schneller. Und ich weiß nicht, ob ich Mamutell für später irgendwie aufbewahren sollte. Eventuell gegen Elevoltec. Aber dieses Elevoltec könnte gescarft sein. Und es würde mich definitiv outspeeden und mit einer Attacke sowieso den Kampf erledigen. Gegen Tangolos vielleicht oder gegen Dodri könnte ich ja die Prio-Attacke einsetzen. Ich könnte aber auch Diktri jetzt mit der Eissplitter-Attacke angreifen. Ich glaube, ich nehme Mamutell doch raus. Vielleicht kann ich es ja echt gebrauchen später gegen Dodri. Und ich switch dann rüber zu Aquana. Ja, mache ich auch. So. Wartet mal. Ach, die Fähigkeit von Diktri oder was? Verdammt, ich kann Mamutell gar nicht rauswechseln. Okay, sehr gut. Wieder was Neues gelernt. Ja, dann setze ich wohl doch Eissplitter ein. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das den Diktri abziehen wird. Und alles. Alles. Alles klar. Okay. Also so eine Prio-Attacke reicht anscheinend, gegen Diktri zu gewinnen. Bei Eissplitter ist ja jetzt nicht so heftig die Attacke. Aber immerhin, das hat ausgereicht, um Diktri komplett wegzufegen. Ja gut. Ja, eben gerade konnte ich Mamutell nicht rauswechseln. So, jetzt kommt Elevoltec. Ja, das meinte ich. Mal überlegen. Elevoltec könnte ja auch irgendwie eine Kampfattacke am Start haben.
Aerodactyl wäre jetzt nicht gut, Trikefallo wäre jetzt nicht gut, Aquana wäre auch nicht gut, Raichu gegen Elevoltec, ich könnte Elevoltec mit der Psychokinese-Attacke angreifen, Ramot, ja, ach kommt, ich ziehe das jetzt durch mit Marmutel. Ich setze nochmal Eisplitter ein. Es kann ja sein, dass dieses Elevoltec ein gescarftes Elevoltec ist. Da gehe ich einen nochmal sicher. Und versuche wenigstens ein wenig Schaden zu verursachen. Na immerhin. Nicht wenig. Ja. Anscheinend ist es ein Elevoltec mit Kraftreserve, so wie es aussieht. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ein Elevoltec mit Kraftreserve. Sehr interessant. So, Trikefallo, ja. Das Problem ist, wenn dieses Elevoltec eine Eishieb-Attacke am Start hat, dann ist es ein Problem für mich. Welches Pokémon sollte ich jetzt einsetzen? Ja, das Ding ist, die Geschwindigkeit von Elevoltec ist auch nicht zu unterschätzen. Komm, ich setze lieber. Ich glaube, ich setze doch Trikefallo ein. Und riskiere es. Ich glaube, eine Bodenattacke setze ich nicht ein, weil er immer noch zu Mantax oder Dodri rauswechseln kann. Daher würde ich sagen, ich setze ganz normal Fensteraura ein. Mein Trikefallo ist auch gescarft. So nebenbei erwähnt. Okay, Ken. Jetzt bin ich gespannt. Elevoltec oder Trikefallo? Ah, seht ihr? Und Marmutel? Oh. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Finsteraura dem Marmutel abziehen wird. Jo, alles klar. Eissplitter kann ich noch aushalten. Dann bleibe ich weiterhin mit Trikefallo im Kampf und setze Finsteraura ein. Ja, das meinte ich. Aber trotzdem, 90 Kraftpunkte sind nicht wenig. 90 Kraftpunkte, krass. Okay, alles klar. Dann machen wir weiter mit Trikefallo. Und Rachen. Mantax. Okidoki. Ja, Mantax. Welche Attacke wird dieses Mantax einsetzen? Ich könnte ansonsten jetzt schon mal rüber zu Raichu wechseln. Elektroattacken sind zweimal sehr effektiv gegen Mantax. Nur Wasserattacken würde ich gegen so einen Mantax nicht einsetzen. Oh, ein Mantax mit Auflockern. Ah. Nice one. So, ich glaube nicht, dass der Ken jetzt dennoch mit Mantax im Kampf bleiben würde. Aber es kann sein. Ich setze mal Ränkeschmied ein. Ah, super, gut. Ich habe jetzt Ränkeschmied eingesetzt. Tangolos. Okay. Ich glaube, das war eine gute Wahl, dass ich Ränkeschmied eingesetzt habe, so habe ich den Spezialangriffswert erstmal geboostet und Elektroattacken sind sowieso nicht sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon wie Tangolos. Dann setze ich mal jetzt einfach nur die Psychokinese-Attacke ein, da sie effektiv ist und mit dem geboosteten Raichu werden wir dem Tangolos auf jeden Fall mehr Schaden zufügen. Jo, wir haben es komplett besiegt. Alles klar. Ja. Falls ihr irgendwie nebenbei Geräusche hört, dann, auch wenn sie so laut sein sollten, versucht das zu ignorieren. Ich lebe in einer sehr, sehr lauten Umgebung. Die Umgebung ist wirklich sehr laut, Leute. Wie oft habe ich Aufnahmen abbrechen müssen oder auf Aufnahmen warten müssen aufgrund der lauten Geräusche in der Umgebung oder aus der Umgebung, ja. Das ist auch ganz schön anstrengend, aber was soll's, darum geht's jetzt nicht. So, jetzt setzen wir Psychokinese ein und mal schauen. Oh, okay, wenn dieses Elevoltec gescarft wäre, dann wäre eine Erdbebenattacke sehr heftig gewesen, wenn dieses Elevoltec die Attacke hat. Also so spiele ich mein Elevoltec.
mit dem Item Wahlschal und die Attacke Erdbeben. Alles Juri. So, Dotri ist am Start. Okidoki. Das wird auf jeden Fall erstmal geschockt. Ich könnte auch eine Z-Attacke einsetzen, aber das tut echt nicht Not. Dreikopf. Dotri heißt hier Dreikopf. So, Rachen wieder. Alles klar, Mantax. Du bist das letzte Pokémon. Du bist vom Typ her Wasser und Flug. Und gegen dich sind Elektroattacken sehr, sehr effektiv. Und, yo, das war's dann. Yo, Ken, das war ein netter, kurzer, kleiner Wi-Fi-Battle. Immer wieder gerne. Solche kurzen Wi-Fi-Battles finde ich auch lustig. Und ja, auf jeden Fall danke für den Kampf. Und an euch Zuschauer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kurzen Wi-Fi-Battle. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein!